Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel wollen wir den Flächeninhalt des abgebildeten Dreiecks berechnen. Dieses Dreieck wird gebildet durch die beiden Koordinatenachsen, also die x-Achse und die y-Achse, und durch diese Gerade. Von dieser Geraden kennen wir die Geradengleichung in impliziter Form, die lautet 2x plus 3y ist gleich 12. Wir versuchen nun, von diesem Dreieck den Flächeninhalt zu berechnen. Zunächst einmal wird allgemein der Flächeninhalt von einem rechtwinkligen Dreieck berechnet. Flächeninhalt a ist gleich, ergibt sich als das Produkt der beiden Kathetenlängen durch 2, also in dem Fall x mal y halbe. X und y möchte ich gleich hier einzeichnen, also Kathetenlängen hier 1, das wäre hier der x-Wert, und die zweite Kathete ist hier, also wäre das hier der y-Wert. Wie kommen wir nun zu den beiden Kathetenlängen? Dazu betrachten wir mal die Geradengleichung. Also 2 mal x plus 3 mal y ist 12. Und wir argumentieren jetzt folgendermaßen. Für diesen Punkt hier gilt, dass der y-Wert ja 0 ist, liegt ja auf der x-Achse. Das heißt, wenn der y-Wert gleich 0 ist, dann ist natürlich auch das Produkt mit 3 0, also der gesamte Ausdruck hier 0. Demnach ergibt sich die Gleichung hier einerseits. 2 mal x ist gleich 12 und wir erhalten x ist gleich 6. Das heißt, wir bekommen hier den Wert 6 und wir wissen schon eine Kathetenlänge. Zweite Kathetenlänge ergibt sich eigentlich mit dem gleichen Argument. Für diesen Punkt hier gilt, dass der zugehörige x-Wert 0 ist, also muss demnach auch dieses Produkt hier 0 sein. Und dadurch ergibt sich dann die Gleichung 3 mal y ist 12, beziehungsweise y ist gleich 4 und wir haben die beiden Kathetenlängen bestimmt. Jetzt brauchen wir nur mehr in die Flächenformel einsetzen. Also der Flächeninhalt ergibt sich als Produkt von 6 mal 4 halbe und das ergibt 12 Quadratzentimeter Flächeninhalt für das Dreieck. Und wir haben die Aufgabe gelöst.